Wettbewerb. Die renommierten Firmen müssen sich gegen Billigproduzenten behaupten, die nicht immer hohen Qualitätsansprüchen genügen. Auf die Dauer hoffen Experten, dass sich Qualität durchsetzen wird. Freilich, die Technik ist neu. Die meisten besitzen CD-Platten erst 5 oder 6 Jahre. Da fällt es schwer, den Nachweis einer Dauerhaftigkeit zu erbringen, die der der guten alten Langspielplatte überlegen wäre. Ich kaufe seit 2 Jahren CD-Platten und habe keine Probleme. Nun gab es Berichte in den Zeitungen letzte Woche, nach denen sie nicht ewig halten. Ich kümmere mich nicht darum. Sind die Platten ihren Preis eigentlich wert? Sie sind teuer. Sie sind es wert. Das Geschäft mit den CD-Platten blüht und gedeiht allen Schreckensmeldungen zum Trotz, deren Richtigkeit sich bestenfalls in vielen Jahren erweisen könnte, wenn überhaupt. Das Neueste vom Tennis im Anschluss an die Tagesthemen. Dass es in Wimbledon auch morgen wieder regnen wird, kann uns ab sofort egal sein. Wir haben unsere eigenen Sorgen und die sehen so aus. Anfangs im Südwesten, im Tagesverlauf auch in der Mitte stark bewölkt und zeitweise Regen. In den anderen Gebieten wechselnd wolkig und vereinzelt Schauer. Tiefsttemperaturen 10 bis 15 Grad. Höchstwerte 19 bis 24 Grad. Schwacher im Norden und im Westen auch mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Die weiteren Aussichten am Mittwoch unbeständig bei wenig geänderten Temperaturen. Das war's für heute. Die Tagesschau meldet sich noch einmal gegen 1 Uhr. Guten Abend und bis morgen. Der Wetterbericht heute Morgen hat vorausgesagt, dass es zwischen 12 und 2 Uhr Ihrer Zeit ein bisschen aufklaren solle. Das ist leider bisher nicht eingetreten. Und anschließend soll es eigentlich nur noch regnen. Nun hat der Wetterbericht nicht immer das gehalten, was er prognostiziert hat. Aber wenn man eben einmal auf den Himmel geschaut hat, dann ist die Situation wie gestern, grau in grau. Wir haben uns eben einmal ganz aktuell den neuesten Wetterbericht über Telex schicken lassen und da steht es, ein regnerischer Tag mit vielen Schauern. Einige Schauer sollen sehr intensiv sein und lange anhalten, aber im Laufe des Nachmittags, so heißt es hier, würde dann die Dauer der Schauer ein bisschen weniger werden. Und vor 30 Sekunden hat man den dritten Anlauf genommen zum Finale im Herreneinzel. 5:4 Führung für den aufschlagenden Boris Becker, der die ersten beiden Punkte gewonnen hat. 30-0 und jetzt 40-0, das heißt 3 Satzbälle für Boris Becker. 40, love. Ist gut. Aber der ist besser. Guter Reflex von Boris Becker. Aber in dem Moment, wo Edberg noch an diesen Ball herankommt, hat er natürlich die bessere Chance. Aber noch 2 Satzbälle für Boris Becker. Nach 39 Minuten gewinnt Boris Becker den ersten Satz mit 6:4. Ein gutes Aufschlagspiel nach der erneuten Unterbrechung bei diesem Finale. Und zweimal hat jetzt Stefan Edberg das Aufschlagrecht. Ist aus.
4 Satzbälle für Stefan Edberg. 6-2, Edberg. Zweiter Satz für Stefan Edberg mit 7-6. Oh, das war noch einmal eine Chance, Becker, aber nun Matchball für Edberg. Ladies and gentlemen, quiet please. Ladies and gentlemen, thank you. Aber jetzt. Nein, Stefan Edberg ist Wimbledon-Sieger. Nach 2 Stunden und 50 Minuten gewinnt der 22-jährige Schwede Stefan Edberg mit 4-6, 7-6, 6-4 und 6-2.18:17 Uhr, meine Damen und Herren, oder wenn man so will, 17:17 Uhr englischer Zeit. Die Chronologie eines großen Tages im Tennissport bei den 102. internationalen Tennismeisterschaften von England in Wimbledon mit dem Sieger Stefan Edberg aus Schweden, der zum ersten Mal dieses Turnier überhaupt gewinnen konnte. Guten Abend. Es war, wie gesagt, der Tag des Schweden. Boris Becker hätte sicherlich gerne zum dritten Mal diese Trophäe mit nach Hause genommen, aber er ist ja noch jung genug und kann in den nächsten Jahren vielleicht doch noch mal an gleicher Stelle seinen dritten Erfolg feiern. Heute jedenfalls stellte er sich auch nach dieser Niederlage meinem Kollegen Volker Kottkamp zum Gespräch. Boris Becker, ich weiß, dass man das normalerweise nach einem Tennisspiel nicht sagt, aber ich würde sagen, es war ein verdienter Sieg für Stefan Edberg. Ich muss es auch zu ihm geben, er hat wirklich die letzten beiden Sätze tadellos besser gespielt als ich. Und ich glaube, der zweite Satz war so der wichtigste Satz heute. Denn da hatten Sie im siebten Spiel noch einen Spielball. Ja, vor allem er hat einen Doppelfehler gemacht bei 30 beide und er war am Wackeln und ich habe es gespürt. Und ich glaube, wenn ich den gemacht hätte, wäre es aber vorbei. Aber das ist das sogenannte Wenn immer. Ja, und der Tiebreak ist ein bisschen sehr schnell zugunsten von Stefan Edberg ausgegangen. Ja, er hat gleich die ersten beiden Punkte an meinem Aufschlag gewonnen. Und er hat, ich glaube, ein paar Schläge gemacht, da wusste er selber nicht, wohin der Ball ging. Aber so ist das halt nun mal der Unterschied zwischen Verlieren und Gewinnen. Es gibt einen Schlag, der natürlich von ungeheurer Bedeutung ist, der Rückhand-Return. Und mit dem hatten Sie heute wenig Erfolg. Ja, sicherlich. Das Spiel war, je länger das Spiel wurde, desto schlechter wurde er. Es lag aber mehr dran an meiner Beinarbeit, weil ich war ein bisschen müde. Und ich wurde müder und müder. Und das war der Grund, ich war immer ein bisschen spät hier und konnte ihn dann nicht mehr passieren. In der Beziehung hat mich die Begegnung ein bisschen erinnert an das letztjährige Damenfinale, wo Steffi Graf diese Riesenprobleme auf der Seite gegen Martina Navratilova hatte. Ja. War das bitter, nur die Siegerehrung über sich ergehen zu lassen? Ja, es hat ein wachendes und weinendes Auge sicherlich. Ne? Ich weiß, wie es ist, wenn man jetzt die Trophäe hält und man geht von Seite zu Seite, um die Massen zu grüßen, aber und es war nicht so einfach, besonders man denkt, es geht für immer
man muss erwarten. Aber dann auf der anderen Seite habe ich mich auch daran erinnert, gegen wen ich gewonnen habe. Und dann habe ich wieder ein bisschen gelacht. Ja, das sollte man nicht vergessen. Sie haben in der oberen Hälfte vermutlich die schwereren Gegner gehabt mit Pat Cash und mit Ivan Lendl. Ja, und das war vielleicht auch der Grund, weil ich heute nicht ganz so mich motivieren konnte, wirklich nicht heiß werden konnte, weil ich hatte schon sehr viel mentale Energie verbraucht gegen den Cash und gegen den Lendl. Und ich dachte, das Turnier wäre eigentlich vorbei. Ich habe die beiden Finalisten geschlagen. Nur da muss ich gegen noch stärkeren Gegner heute spielen. Und das war wahrscheinlich der Unterschied. Ich war mental nicht ganz so drauf, wie ich hätte sein sollen. Haben Sie denn Stefan Edberg so stark erwartet? Ich habe gegen ihn schon sehr oft gespielt. Und er hat verdammt gut immer gespielt. Der einzige Unterschied war, dass im dritten Satz, es war eng und er wurde nervös. Nur heute gab es keinen Grund, nervös zu werden. Ne? Ich hätte vielleicht, wenn ich den vierten gewonnen hätte und dann den fünften, dann sähe es auch wieder anders aus. Aber heute war einfach zu früh ein Break vorne. Und dann ist es viel einfacher zu spielen. Ne? Dennoch, glaube ich, können Sie mit dem Verlauf dieses Wimbledon-Turniers zufrieden sein, auch wenn man natürlich das letzte Spiel gewinnen möchte, ganz logisch. Es war ja ohnehin ein etwas ungewöhnliches Ende hier in Wimbledon mit den zahlreichen Pausen. Hat Sie das schwer belastet? Ja, ich meine, wir sind beide auf dem Platz und wir müssen beides durchstehen. Es gibt sicherlich Momente, da ist es gut, wenn der Regen kommt, und es ist schlecht. Und ich glaube, als der Regen kam, heute Morgen, als ich zum ersten Mal draußen war, da war es schlecht für mich, weil da war ich gerade im Kommen, habe 5-3 geführt, 5-4. Und von da an lief es eigentlich nicht mehr ganz so gut. Letzte Frage, wenn man Sie kennt und Sie häufig auf dem Platz beobachtet, ab wann haben Sie während des Spiels sich gesagt, oh Junge, ich glaube, das geht heute daneben? Ja, das glaubt man nie so direkt. Man hofft immer noch und man hofft. Nur als er so souverän den dritten Satz serviert hat und ich das Break hinten war, dann habe ich gedacht, oh, heute muss ich wirklich wie ein junger Held spielen, um das noch zu gewinnen. Und die Steigerung war heute nicht drin? Die war nicht mehr möglich bei mir. Viel Glück und auf Wiedersehen beim Davis Cup. Danke. Tja, die Leistung ist natürlich beider Spieler, Boris Becker und der von Stefan Edberg, umso höher einzuschätzen, wenn man weiß, wie viele Stunden die beiden in den Kabinen zugebracht haben, um dann ab und zu mal auf dem Center Court zu erscheinen, ein paar Bälle zu spielen und zum Teil dann wieder in die Kabinen hineinzugehen und dann letztendlich doch noch so ein großartiges Match zu bieten. Lange warten musste man heute auch in Brühl, der Heimatstadt von Steffi Graf. Da hatte man eigentlich einen Empfang für die Wimbledon-Siegerin 1988 geplant. Aber das Ganze musste ja auch verschoben werden, denn auch Steffi Graf musste lange auf ihren Einsatz warten. Heute im Damen-Doppel im Finale zusammen mit ihrer Partnerin Gabriela Sabatini aus Argentinien gegen die sowjetische Paarung, eine Überraschungspaarung muss man sagen, Larissa Savchenko und Natalia Zvereva, die beiden, die ja beispielsweise auf ihrem Weg das Weltklasse-Duo Navratilova und Schreiber aus den Vereinigten Staaten geschlagen hatten. Peter Jans mit einer Zusammenfassung dieser Begegnung. Beim Stand von 5-4 im dritten Satz und Aufschlag Natalia Zvereva hatte das sowjetische Paar ihre große Chance, das Doppelturnier zu gewinnen. Matchball für Natalia Zvereva und Larissa Savchenko auf der rechten Seite. Letzte Absprachen vor diesem so wichtigen Ball für die beiden. Und Sie sehen, sie haben sich für diesen Ball etwas einfallen lassen. Aber es hat nichts genutzt. Matchball abgewehrt. Einstand. Tschüss. Zweiter Matchball für Natalia Zvereva und Larissa Savchenko. Steffi Graf und Gabriela Sabatini hier an Nummer 2 gesetzt, gewannen den ersten Satz mit 6-3. Das an Nummer 11 gesetzte sowjetische Paar dominierte anschließend im zweiten Durchgang mit 6-1. Und in dieser Phase gab es ein Phänomen zu beobachten, das im Tennis sehr häufig auftritt, wenn der vermeintlich Schwächere die Möglichkeit hat, gegen den Favoriten zu gewinnen. Da setzt die Angst vor dem Gewinnen ein.
Das sowjetische Paar verstand es nicht, diese beiden Chancen zu nutzen. Das sowjetische Paar profitierte bis zu dieser Phase sehr häufig von den Fehlern in der Feinabstimmung bei Graf Sabatini. Und das war auch ein Grund, warum Steffi Graf in dem sowjetischen Paar die Favoriten sah. Und dann hatten Graf Sabatini ihre Chance gehabt im dritten Satz beim Stand von 9-8. Erster Matchball für Graf Sabatini bei Aufschlag von Natalia Zvereva. Der Lob zu kurz von Gabriela Sabatini, bei der in diesem Endspiel Licht und Schatten abwechselten. Einstand. Zweiter Matchball für Gabriela Sabatini und Steffi Graf. Und auch sie konnten diese Chance nicht nutzen. Es kam zum 9-9. Wir machen jetzt einen Sprung zum Spielstand von 11-10 für Graf Sabatini und Aufschlag Zvereva. Sabatini und Graf hatten ja in diesem Jahr bereits ein Turnier gewonnen, und zwar in Key Biscayne. In Paris standen sie im Halbfinale. Der Lob viel zu kurz, 30-0. 7 Turniere hat das sowjetische Paar in diesem Jahr gespielt. Einmal waren sie erfolgreich, und zwar in Birmingham auf Gras. Dreimal standen sie im Halbfinale. Fehler. Und ein Doppelfehler von Natalia Zvereva. Sie war in diesem Doppel mit Abstand die nervenschwächste Spielerin, und das gab letztlich den Ausschlag in diesem Finale. Erster Aufschlag. Glänzend gespielt von Gabriela Sabatini, 30 beide. Höhen und Tiefen wechselten sich bei der Argentinierin ab. Ich sagte es bereits. Der Ball im Aus und dritter Matchball für Graf Sabatini. 30-40. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Quiet, please. Der Ball im Aus und mit 6-3, 1-6 und 12-10. Gewinnt Steffi Graf und Gabriela Sabatini dieses Turnier. Für Steffi Graf der erste Titel im Damendoppel hier in Wimbledon, und sie ist die zweite Spielerin nach Claudia Kodekilch, die diesen Titel hier gewinnt. Der zweite Erfolg für Steffi Graf in diesem Jahr bei den 102. internationalen Tennismeisterschaften von England in Wimbledon, und sie ist sofort nach diesem Spiel nach Hause geflogen, nach Brühl, wo dann morgen der Empfang der Stadt stattfinden soll.
Ein Ergebnis möchte ich Ihnen noch nachreichen, nämlich aus dem Doppelfinale bei den Herren. Ken Flack und Robert Seguso, die amerikanische Kombination, gegen John Fitzgerald aus Australien und Anders Jarret aus Schweden gewannen sie 6:4, 2:6, 6:4 und 7:6. So, das war's dann von den 102. All-England Championships. Ich hoffe, es hat Ihnen in den letzten 14 Tagen ein bisschen Spaß gemacht und Sie haben guten Tennissport gesehen. Ich glaube, das können wir sagen. Und deswegen möchte ich mich jetzt von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. Liebe Zuschauer, in unserer Reihe mit Filmen von Ingmar Bergman zeigen wir Ihnen nun Das Schweigen, sein wohl meist diskutiertes Werk, das wie kaum ein anderer Film die Gemüter erregte, als es 1962 in die Kinos kam. Am Beispiel zweier Frauen, die mit einem kleinen Jungen auf einer Reise in einer unbekannten Stadt aufgehalten werden, zeigt Bergman die Einsamkeit und Verlorenheit des Menschen in eindringlichen Szenen und Bildern. In den Hauptrollen des Schwarz-Weiß-Films sehen Sie Gunnel Lindblom, Ingrid Thulin und Jörgen Lindström.